Gehen wir mal in die Folge. Gehen wir? Ja, wir gehen. Aber wir starten mit der Frage der Folge. Der Folge der Frage, was Ne, ist der das Frage der denn? Ja, Folge. ich dachte, wir stellen uns erstmal vor und so. Hä? Das haben wir doch schon. Hallo, ich bin Oos. Das ist Mascha, sie ist Host. Das ist Herz über Kopf. Guten Tag. Okay, das ist, glaube ich, die unmotivierteste Vorstellung für diesen Podcast, die es je gab. Aber wir nehmen sie trotzdem, weil sie so krass witzig Ja, ist. wir nehmen sie trotzdem. Aber ja, um es noch hinzuzufügen, weil das hast du nicht gesagt, es geht hier um Juicy Reddit Stories. Es geht um die juiciesten Reddit Stories. Ten Ja. Reddit Stories. Und das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist auch ein recht cooles, finde ich. Und zwar geht es heute um das Thema, bin ich das Arschloch? Und wir haben heute nur Posts aus Am I the Asshole oder dem Deutschen bin ich das Arschloch dabei. Das heißt, du und ich werden heute voten. Ich liebe diese Stories. Es gibt ja immer ein Arschloch bei den Stories. Es Ja. muss nicht immer der Schreiber sein, aber es gibt immer ein Arschloch und ich finde das ganz, ganz geil, da zu ranten. Und wir haben Ja. oft eine andere Meinung bei sowas Ja, du manchmal. und ich, ne, das haben wahrscheinlich auch unsere HörerInnen, also ihr, die gerade zuhört, mitbekommen. Auch gerade in der letzten Folge waren wir sehr oft nicht ganz einer Meinung und ich bin mal sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ob wir uns in die Haare kriegen oder ob wir aligned sind. Boah, ich habe schon in meinem Kopf, sehe ich so ein Versus-Zeichen zwischen uns gerade so So ein auf. Ja, VS, meinst so ein du? VS. Round one, Ja, fight! Tekken! Nein, aber genau, wir gucken mal, wie das heute läuft. Ich habe aber vorab natürlich auch noch eine Frage der Folge vorbereitet. Beziehungsweise nicht ich habe sie vorbereitet, sondern ihr habt sie vorbereitet. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, gibt es Sachen, die ihr Oos gerne mal fragen wolltet? Was wolltet ihr schon immer wissen? Und ihr habt fleißig geantwortet. Oh Gott. Oh Gott, bist du jetzt verängstigt? Ein bisschen nervös. Nur ein Nur bisschen ein nervös. bisschen. Es sind echt viele Fragen bei rumgekommen. Ich werde sie dir auch gleich zeigen, weil ich dachte, es ist doch vielleicht ganz cute, wenn du sie auswählst. Und ich habe mir die Sache natürlich gescreenshottet. Also, wenn eure Frage heute nicht drankommt, wird sie vielleicht in den nächsten Folgen drankommen, weil ich mir so dachte, hey, das sind gute Fragen. Dann nehmen wir einfach ein paar von denen. Und damit übergebe ich dir jetzt mein Handy und du checkst mal ab, ob da was Interessantes für dich ist, Ja. was du gerne beantworten Ja. möchtest. Okay, Leute, Oos hat sich entschieden und die Frage, die er heute beantwortet, ist: Wie lange hat es gedauert, sich von Toxic Masculinity zu trennen und wie beeinträchtigt dich das? Eine gute Frage, finde ich. Ja, ich glaube, der Prozess des Trends ist noch gar nicht vorbei. Also kann ich noch gar nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Ich glaube, es ist ein Prozess. So, ich habe viele Sachen als Kind mitgegeben bekommen, gerade aus dem Kulturkreis, in dem ich stamme, ist es sehr, diese toxische Maskulinität sehr vertreten und sehr wichtig und wird sehr viel bemessen. Und ich glaube, das ist etwas, was dauert abzulegen. Ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich vielleicht nie ablegen, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, die gehören zu meinem Charakter dazu. Solange ich nicht das Gefühl habe, dass sie Schaden für mich haben. Und wie es mich beeinträchtigt, war so ein bisschen, man hat nicht auf sich selbst gehört, man hat viele eigene Bedürfnisse völlig weggeschmissen und zur Seite getan, man war erledigt und war einfach nur so, nein, ich bin ein Mann, ich muss jetzt arbeiten gehen. Und ich glaube, die Sachen haben sehr viel beeinträchtigt. Auch, dass man auch mal, dass man sich auch knallhart davor weigert, irgendwie mal eine Träne zu vergießen. Macht man nicht, wer maximal nur, wenn die Mutter stirbt oder sowas, so, dann darf man mal weinen als Mann. Und das alles abzulegen, ist eine Befreiung. Ja. Weil ich habe auch das Gefühl, wir haben voll den Journey durchgemacht zusammen, auch was das Thema Toxic Masculinity angeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade so am Anfang unserer Partnerschaft so dieses Teilen von Gefühlen für dich ganz, ganz schwer war. Weißt du, wie ich das meine? Und also ich glaube, wir haben da heute auch manchmal noch bisschen Probleme mit, aber es hat sich schon krass gewandelt und dass du das so zulässt und so, das ist echt so eine krasse Veränderung gewesen, die man von außen irgendwie mitbekommen hat und die auch richtig schön war. Gerne. Gerne, so als hättest du Gerne. mir so einen Gefallen Ja, das habe ich getan. nur für dich Nur getan. für mich. Ja, natürlich habe ich das auch nur für mich getan und das ist auch ganz wichtig, dass man das auch nur für sich tut. Egal, welche Veränderungen man dann in seinem Charakter haben möchte, es muss für sich alleine passieren und nie für jemand anderen. Ja. Genau. Ich kann natürlich ein Faktor gewesen sein, vielleicht. Ein bisschen, Nein. minimal. Nö. Nein? Okay. Nicht mal Nicht 1%. mal Nicht mal 1%. 0,0. Und das Spaß. Das ist einen sehr großen Einfluss darauf gehabt. Okay. Aber selbst wenn es 100% für dich wäre, so, ich bin happy für dich. Ich bin happy für uns. Genau. Okay, bevor wir uns jetzt hier mal weiter verquatschen, würde ich mal in die Stories gehen und die sind heute auch wieder richtig juicy, glaube ich. Und
Vielleicht werden sich einige von euch darin wiedererkennen. Bist du bereit? Solche Storys, okay. So, ihr Lieben, bevor wir jetzt aber in die erste Story gehen, es wäre super lieb, wenn ihr uns ein Abo dalasst, eine Bewertung schreibt oder einen Kommentar auf YouTube hinterlasst. Das wäre super duper lieb von euch. Ja, und wenn ihr eure eigene Story im Podcast hören wollt, ich habe das Form, über das ihr die Stories einreichen könnt, verlinkt. Da würde ich mich auch mega freuen. Und wenn ihr auch teilweise Themenvorschläge machen wollt oder die Fragen der Folgen mitbestimmen wollt oder auch GästInnen vorschlagen wollt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram oder TikTok. Ich habe euch das alles verlinkt. Und damit geht's jetzt weiter in die Folge. Danke. Let's go! Ganz kurzer Disclaimer, bevor wir in die erste Story gehen. Hier sind auch wieder einige Community-Stories dabei. Bedenkt einfach immer, wir sind keine SpezialistInnen. Wir geben hier nur unseren Senf dazu, haben eine gute Zeit. Geben natürlich auch ein bisschen Ratschläge, aber das sind alles nur unsere Meinungen und damit auch ohne Gewähr. Und damit lese ich jetzt vor. Story Nummer 1. Ich, 28 weiblich, Sozialarbeiterin, war mit meinen Eltern, meiner Tante und ihrem Partner, alle zwischen 55 und 59, einen Kaffee trinken. Ich freute mich sehr auf das Treffen, da ich alle schon länger nicht mehr gesehen habe. Wir sprachen über Weihnachten und was wir an Silvester gemacht haben. Eigentlich war alles ganz schön. Dann erzählte meine Tante, dass sie und ihr Partner gestern spontan im Kino waren. Sie habe den Film so toll gefunden, besonders weil darin nichts mit lesbisch, Schwulsein und Gendern, in Klammern ihre Worte, vorkam. Ich war sprachlos, dass ich den Moment verpasste, um darauf zu reagieren. Meine Mama lenkte das Gespräch auf meinen Bruder, männlich 25, der in Berlin lebt. Sie erzählte davon, dass mein Bruder mit alten FreundInnen nicht über die Dinge sprechen kann, die er in Berlin erlebt. Er entfernt sich, wenn er diese trifft und für Familienfeiern auch den Nagellack. Meine Tante meinte daraufhin, dass er sich nicht so anstellen brauche, sie erkenne sein Problem nicht. Ich sagte entsetzt, dass sie mit ihren unter anderem homophoben Äußerungen Teil des Problems sei. Meine Tante erwiderte, dass ich mich da als Sozi nicht so reinsteigern brauchte. Dabei betonte sie Sozi sehr abfällig. Ich sagte, dass ich mich nicht beleidigen lassen muss, in Klammern, ich nahm es in dem Moment als Beleidigung und Abwertung meines Berufes wahr. Dabei erwiderte sie, dass Schlampe, Schwuchtel und so weiter eine Beleidigung seien und ich lernen müsse, mit Meinungen anderer besser umzugehen. Ich beendete das Gespräch, verabschiedete mich von meinen Eltern und ging. Meine Tante weigert sich nun, zum Geburtstag meiner Mutter zu kommen. Ich müsse mich erst entschuldigen. Ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Mom. Sie und meine Tante hatten immer ein sehr enges Verhältnis. Bin ich das Arschloch? In Klammern, andere meinen, ich solle mich einfach entschuldigen und drüberstehen. Also erstmal nein, man ist das... Nein, nein, du bist nicht das Arschloch. Also... Nee, gar nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist sogar einer dieser wenigen Stories, wo man zu 100% wir beide uns einigen werden. Also hier werden wir uns nicht streiten. Hier habe ich nur so, das habe ich so im Pipi, dass wir uns heute nicht streiten werden bei dem Thema. Nee. Ich finde es auch geil, dass die Tante so sagt, ja, du kannst die Meinung anderer nicht ertragen, aber gleichzeitig so ist so, wie kannst du nur sagen, dass meine Äußerungen dazu beitragen, dass er sich unwohl fühlt? Du musst meine Meinung ertragen. So, das macht gar keinen Sinn, ne? Aber deine Meinung muss ich nicht ertragen, weil deine Meinung ist nicht meine Meinung. Deine Meinung ist blöd. So. Ja. Wenn sie meine Meinung wäre, wäre deine Meinung auch eine gute Meinung. Ja, so nach dem Motto, ne? Ja, ja. Boah, ja, krass. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange einfach mit dem Letzten an, was du gesagt hast. Und ich finde, das ist eigentlich ein krasser, krasser Punkt. Alles davor ist krass, aber das finde ich irgendwie am krassesten. Die Tante ernsthaft die Mutter als Druckmittel benutzt, um von ihrer Nichte? Nee, ja. Nichte. Doch, Nichte, ja. Nichte. Ich verwirrt das immer so. Neffe, Nichte, Enkel. Ja, ich muss auch immer einen Moment nachdenken. Von ihrer Nichte eine Entschuldigung erpressen möchte. Ja. Das ist so fies. Das ist keine ehrliche Entschuldigung. Manipulativ. Ja, es geht nur um sich selber. Es geht nur darum, ach, ich habe meine Entschuldigung gehört. So, alles ist super. Ist alles geklärt. Ja. So, gib doch einfach zu, dass du auch dagegen bist. Und. Na, da, ich glaube, das ist es gar nicht, dass sie Zuspruch will von ihr jetzt, sondern das ist eher so ein Ding von so ein Machtding einfach. Ja, also ich glaube, ihr ist es herzlich egal, ob sie jetzt Zuspruch kriegt oder nicht, sondern das ist einfach so dieses Ausprinzip. Und ich finde es auch krass, dass sie da anscheinend auch so ein bisschen. Ja, Druck erfährt jetzt von anscheinend der Familie, dass sie sich einfach entschuldigen und drüberstehen soll. Das Einzige, wo ich jetzt in Anführungsstrichen passiv-aggressiv, und das war jetzt nicht so gesund,
mich entschuldigen würde, wäre halt so ein, ja, sorry, dass du homophob bist, auch nicht mein Problem. Das ist aber auch nicht wirklich zielführend, ne? Ja, vor allem ist es irgendwo dann doch dein Problem, ist am Ende des Tages. Also, aber schwierig. Krass finde ich auch, dass die Mutter sich da nicht so einsetzt, krass wie, ne? Ja, also auch für ihren Sohn dann. Ja, genau, darum geht es ja eigentlich. Also vielleicht nicht für die Tochter, die ja dann vielleicht irgendwie sich persönlich in dem Moment gar nicht direkt angegriffen fühlt, als es dann mit homophoben Aussagen kann. Bei dem Sozi hätte ich dann auch eingegriffen, auch bei der Tochter. Mhm. So, und jetzt sage ich das wirklich in der toxisch masculinity way. Puss mal auf, ja. So, also wenn das mein Kind wäre und jemand redet so über mein Kind, ist es sogar egal, ob das Jaren wäre oder sonst wäre, ich wäre erstmal so richtig so, pass mal auf. Na, vor allen Dingen, ich finde es krass, dass sie da überhaupt ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich als Mutter wäre so, hey, wenn du so über meine Kinder redest, will ich dich nicht bei meinem Geburtstag haben. Ja. Du kannst anscheinend meine Kinder nicht wertschätzen. Du schätzt auch mich nicht wert, wenn du solche Aussagen in meiner Umgebung triffst. Das wäre für mich eh so ein Ding, dass ich mich frage, wie haben die bitte ein gutes Verhältnis? Ja. Und ich muss auch noch was zu dem Begriff Sozi sagen. Ich finde es so krass, dass man da abfällig drüber redet, weil ich einfach das Gefühl habe, Sozialarbeiter sind so wichtig und sind meiner Meinung nach so oft unterbezahlt, haben keine guten Konditionen, obwohl die unter anderem die Gesellschaft auch zusammenhalten, finde ich. Und da so abfällig über Menschen zu reden, die wir in unserer Gesellschaft eigentlich krass wertschätzen sollten, ist für mich auch nochmal so ein Ding, wo ich mir so denke, wow, wo sind da die Werte? Weil ich sehe sie nicht. Naja, ihre Werte sind ja wahrscheinlich damit weggegangen, weil sie denkt, in Anführungszeichen, Sozis braucht ja nur jemand, der, weiß ich nicht, schwul wäre und das ja nicht ihr Problem ist. Ja. So klingt die halt in dem Modus. Ich brauche keine Sozialhilfe. Ich brauche keine Sozialarbeiter. Mhm. Ihr scheiß Sozis. So nach dem Motto klingt die. Ganz schwierig. Oh Gott, Alter. Warum muss es immer die Tante sein, die so komisch ist? Es ist nicht immer die Tante. Es ist auch ganz oft der Onkel. Ja, genau. Nee, aber auch so dieses Verhalten von, es ist wirklich meist so über 50-Jährige, die so hart getriggert sind auch von so Sachen wie Gendern, wo ich mir so denke, ich meine, ich merke das ja auch, ne? Es kommentieren ja auch manchmal Leute bei mir auf YouTube zum Beispiel. Und die Zahl an Leuten, die sich aufregen darüber, dass wir hier ab und an Gender, noch nicht mal in den Stories, weil ich die so übernehme, aber einfach in unserem normalen Sprachgebrauch, dass es die Leute so triggert. Ich denke mir so, haben wir nicht größere Probleme, als dass ich noch ein Innen dranhänge? Also daran wird die Welt jetzt nicht untergehen. Ja. Aber es gibt einige Punkte, an denen die Welt eher untergehen wird, glaube ich. Und aber über die wird ja nicht geredet, ne? Vor allem, wir sollten nochmal darüber reden, ne? Schönheit kommt von innen. Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Sternchen innen. Ach so. Oh, es ist wieder richtig witzig unterwegs heute. Hä, der geht gerade richtig viral, der Spruch. Wirklich? Zumindest in meiner Bubble. Okay, das scheint nicht meine Bubble zu sein. Leute, sagt mir, ob ihr das direkt gecheckt habt. Ich war kurz verwirrt. Ja, also eine Schönheit kommt von ihnen. Na gut, aber zurück zur Story. Ich würde sagen, sie ist definitiv nicht das Arschloch. Mhm. Die Tante ist zu 100% das Arschloch. Die Mutter ist es für mich auch ein bisschen, weil sie das Ganze passieren lässt. Und ich das auch ein bisschen schwierig finde, meiner Meinung nach. Und ja, es ist auch immer so dieses Ding, ne? Meinungsfreiheit hört auch irgendwo, finde ich, so ein bisschen da auf. Weil das, also es lässt sich für mich einordnen in dieses, das kann man ja noch sagen oder so. Mhm. Es hört so ein bisschen darauf, wo du halt die Freiheit des anderen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ja, die Grundregel ist, die Freiheit des einen hört auf, wo die Freiheit des anderen endet. Genau, und wenn du halt als schwule Person... Danke. Genau, und wenn du dann halt als schwule Person eingeschränkt bist, weil du schwul bist, weil Leute wie seine Tante dann solche Aussagen machen, dann ist sie... Schränkt sie die Freiheit von anderen Menschen ein, was by the way eine Straftat ist. Okay, Us, du gehst jetzt richtig wieder ab. Ja, sorry, aber wir chillen hier jetzt mal ganz kurz. Diskriminierung ist im Strafgesetzbuch verankert. Man kann die Tante auch anzeigen. Ja, ich glaube nicht, dass sie das machen werden, aber dementsprechend bitte an die HörerInnen, weil das ist ja ein Community-Beitrag, lass dir nichts erzählen. Letzten Endes ist immer die Frage, ne, wie eng bist du mit deiner Familie, wie viel Druck kriegst du da, ne, wenn du dich letzten Endes dann doch schon überredet lassen Hass dazu, dann auch nicht shame on you, aber dass man da einfach ein Auge drauf hat, wie überhaupt die Dynamik vielleicht auch zwischen der Rest der Familie und der Tante ist. Genau. Und damit würde ich jetzt auch schon in die nächste Story gehen, wenn du damit okay bist. Ach, einen abschließenden Satz hatte ich tatsächlich noch. Du möchtest noch einen abschließenden Satz? Einen abschließenden Satz. Okay, es sei dir gegönnt. Meine Meinung, entschuldige dich nicht bei deiner Tante, solidarisiere dich mit deinem Bruder, versuch noch mit deiner Mutter nochmal zu reden, dass sie da auch wirklich dich nicht irgendwie in eine Druckposition reinbringt, sondern genau, mit dazu steht zu deinem Bruder und ihr eine gemeinsame Front gegen die Tante bildet. Weil wenn sie noch Teil dieser Familie sein möchte, dann muss sie nach euren Regeln spielen, nicht andersrum. Ja, alright. Das hatte ich ja auch gesagt, aber ich meinte jetzt, meist sieht es dann doch in der Realität ein bisschen anders aus. Man kriegt viel Druck von der Familie und es ist nicht immer so einfach, da den richtigen Weg zu gehen. Deswegen habe ich einfach nur gemeint, hey, sie soll sich jetzt aber nicht geschämt fühlen von uns, wenn sie das nicht macht. Ja. Damit würde ich jetzt aber auch zur zweiten Story gehen. Und das ist eine Reddit-Story. Oh.
Und ihr müsst mich entschuldigen. Ich war nämlich zum ersten Mal in der neuen Bar, wo es arbeitet. Und ich bin nicht so trinkfest und bin dezent verkatert und auch ein bisschen heiser. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Mir sogar noch einen der leichtesten Drinks gegeben. Ja, never mind. Hey, Alkohol ist ein toxisches Mittel. Vorsicht beim Genießen. Story Nummer 2. Bin ich das Arschloch, weil ich mich weigere, einen Filmabend mit meinem Freund zu machen, bis wir einen Film schauen, den ich ausgesucht habe? Ich, 23 weiblich, bin seit etwa 6 Monaten mit ihm, 28, zusammen. Nennen wir ihn Jakob. Wir verbringen ziemlich viel Zeit miteinander und genießen es sehr. Das Problem ist, dass wir nur das Hören, Spielen, Ansehen, was er will. Anfangs hat es mich nicht gestört, aber wenn ich vorschlage, etwas anzuschauen, das ich sehen möchte, sagt er: Oh, wenn du X sehen möchtest, sollten wir Y anschauen, das wird dir gefallen. Okay, das habe ich eine Weile versucht. Dann habe ich wieder meine Wünsche vorgeschlagen und er ist immer noch nicht offen dafür. Es handelt sich nicht um ein Genre- oder Geschmacksproblem, wir mögen oft ähnliche Filme, er möchte einfach immer aussuchen, was wir anschauen. Also habe ich ihm gesagt, dass mir die Filme, die wir gesehen haben, in Klammern die meisten davon zumindest, gefallen haben, aber ich auch mal eine Wahl treffen möchte oder wir verzichten auf den Filmabend und machen stattdessen etwas anderes. Er hat das als ein Ultimatum aufgefasst und findet es albern, da wir beide die Sachen gut finden, die er ausgesucht hat. Ich finde es nicht unvernünftig, darum zu bitten, einen von vielleicht 25 Filmen auszuwählen. Bin ich das Arschloch? Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich will erstmal ein Rating von dir. Du willst erstmal ein Rating von mir? Mhm. Nein, ist sie nicht. Aber es ist auch irgendwo ein minimal toxischer Way, das so zu machen. Hä, wieso denn? Wir gucken erst weiter irgendwas, wenn ich entscheide. Okay, das ist ein Ton, den hast du dir jetzt da schön drauf priorisiert. Ja, okay, habe ich gerade mit reingedacht. Projiziert, ja. Weil es hätte auch einfach sein können, dass sie sagt, hey, ich schlage das immer wieder vor, ich fühle mich hier nicht gehört, ich würde gerne einen anderen Film schauen. Aber wenn du das nicht mehr zulässt oder nicht auf mich eingehst, dann möchte ich das einfach nicht und wir machen stattdessen was anderes. Und das finde ich völlig fair. Ja, okay, wenn man das so sagt, ist es dann wieder null toxisch. Okay. Ja. Nein, es ist natürlich eine Interpretationssache, ne? Wie man es aufnimmt, wie man es versteht. Aber ich finde, sie ist nicht das Arschloch. Überhaupt nicht. Egal, ob dir das jetzt vielleicht irgendwie dann vielleicht ein bisschen sassy oder ein bisschen toxisch irgendwie gesagt hat mit dem, wir gucken es erst an, wenn ich entscheiden darf. Sie hat ihre Grenze damit aufzeigen wollen. Und ich glaube, du und ich wissen, wie schwer es manchmal ist, seine Grenzen aufzuzeigen und dabei absolut neutral zu bleiben. Mm, ja, doch. Aber warum fokussierst du dich jetzt so auf sie? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte das nur nochmal klären, dass ich da nicht ihr irgendeine Schuld gebe. Das wollte ich nur nochmal ganz kurz klären. Okay. Also er ist definitiv das Arschloch in der gesamten Geschichte. Dann geh mal ein bisschen mehr auf ihn vielleicht ein. Okay, ich dachte, du wolltest erstmal ein Rating. Aber okay, dann gehen wir mal auf ihn ein. Ja. Das ist, glaube ich, genau das, was ich auch bei der Frage der Folge beantwortet habe. Das ist toxische Maskulinität. Warum? Das ist, und nur als Beispiel, im Haushalt seiner Eltern hat der Papa immer Entscheidungen getroffen, die hat der Mama immer gefallen und die Mama hat dann vielleicht auch noch Sachen gesagt wie, ah ja, der Papa, der weiß immer, was gut ist. Mhm. So, die männliche Führungsposition innerhalb des Haushalts weiß immer, was gut ist. Dadurch lernt man toxische Maskulinität. Voll spannend. Okay. Der Vater, der immer entscheidet. Der Vater, der immer sagt, wir machen das und es gefällt euch. Und es ist doch egal, ob es einem gefällt. Man kriegt internalisiert, dass der Mann es weiß und es auch gut weiß und deswegen seinem Urteil vertraut werden soll. Weil er sagt ja auch selber, hä, bis jetzt hat doch alles gefallen, was wir uns angeguckt haben, was ich hier ausgesucht habe. Oder guck mal, du hast X gesagt und ich habe dir Y vorgeschlagen und du fandst den Film unglaublich toll. Siehst du, ich habe recht. Du hast Unrecht mäßig. Ich weiß, voll was besser spannend. Für dich ist. Das ist toxische Maskulinität. Spannend, weil ich hatte es tatsächlich eher als ein einfaches Kontrollproblem, unabhängig vom Geschlecht gesehen. Weißt du, wann es der Fall wäre? Hm. Wenn er mit seinen männlichen Freunden genau das gleiche Verhalten zeigen würde. Aber das dann wissen wir ja nicht. Nee, aber ich gehe mal davon aus. Das wissen wir ja nicht. Ich gehe ja nur von mir, okay, Freunden, aus meiner, genau. Aus meiner Umgebung, weil am Ende ist immer alles Mutmaßung, was wir ja irgendwo machen. Geht mit seinen Freunden nicht so um. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Weißt du auch nicht. Habe ich tatsächlich nicht dran gedacht, finde ich aber eine sehr spannende Perspektive. Ich hatte in dem Moment gedacht, dass es so eine Art Kontrollproblem ist, eventuell. Finde ich auch nicht gut. Für mich ist sie auch auf keinen Fall das Arschloch. Ich solidarisiere mich da auch so ein bisschen mit ihr.
Und worüber ich auch ganz stark gestolpert bin, ist, sie sagt ja ihre Bedürfnisse und er nennt es dann albern. Das finde ich krass, weil was ist daran so albern, dass sie sagt, hey, ich möchte diese Filme gucken? Ist es nicht eher viel alberner, dass er so dran festhält, dass er das unbedingt treffen muss als Entscheidung? Ich finde, das ist schon so minimales Gaslighting. Ja, ich habe das so verstanden, dass es albern auf ihr Verhalten wäre, von wegen, hä, stell dich doch nicht so an, sei doch nicht so albern, die haben doch die Filme gefallen. Ja, ja, aber... Nicht, dass sie ihre Bedürfnisse sagt, sondern... Aber es sind ja ihre Bedürfnisse, ja, dass andere Filme geschaut werden. Ja, ich hätte das vielleicht, glaube ich, ein bisschen anders wahrgenommen, aber es ist auch so ein Punkt, den man so auch verstehen kann. Wir haben zwei Perspektiven und damit gehe ich auch in den Top-Kommentar, um zu gucken, ob hier vielleicht noch eine dritte kommt. Bist du damit fein? Ja. Okay. Top-Kommentar. Du bist definitiv nicht im Unrecht, aber das ist eine großartige Gelegenheit, hinter die Fassade und in die Dynamik eurer Beziehung zu blicken. Äußere deine Bedenken, erkläre dein Bedürfnis und wenn er deswegen jetzt ein großes Theater macht, weißt du, was dich in Zukunft erwartet. Nach 6 Monaten sollte eure Beziehung in der guten Phase sein. Wenn er nicht in der Lage ist, bei so einer banalen Sache wie der Filmwahl Kompromisse einzugehen, könntet ihr später noch größere Probleme haben. Nicht das Arschloch und viel Glück. Richtig guter Punkt einfach, ne? Amen, Sister. Aber richtig. Ja. Denke ich mir auch, so spannend. Ja. Und ich muss auch sagen, wir benutzen das Wort Ultimatum immer negativ besetzt. Sie hat ein Ultimatum gestellt. Ein Ultimatum, das ganz klar ihre Bedürfnisse äußert und sagt so, pass mal auf jetzt. Ja? Pass mal auf. Ich liebe pass mal auf. Sorry. Oh, das der triggert innere, mich immer so hart, wenn du das sagst. Der innere Schwabe von mir, das ist so eingebläut bei uns. So, pass mal auf, ja. Aber ja, also wirklich zu sagen, so, hey, guck mal, das sind meine Grenzen, hier und nicht weiter. Mhm. Es ist ein Ultimatum, aber wir sollten mal aufhören, das Wort Ultimatum als was Negatives zu betrachten und damit Leute irgendwie als Täter darzustellen, sondern Ultimaten können auch einfach sein, so, mehr geht nicht, mehr schaffe ich nicht, das reicht, ist bis hier oben, ein Tropfen und ich bin weg. Ja. Das ist kein Ultimatum, das ist ganz klar sagen, was die Konsequenz seines Handelns wäre. Ich würde es gar nicht Ultimatum nennen. Ich würde es einfach, du hast es ja schon gesagt, das Wort Konsequenz, ich würde sagen, das sind einfach die Konsequenzen. Wenn er das jetzt als Ultimatum auffasst, indiziert das ja, dass er da so krass gestresst von ist, dass er jetzt einmal einen Film gucken muss, den er nicht vorschlägt. Und das ist dann eher so ein You-Problem, finde ich. Ich würde das halt ein Ultimatum nennen, aber wir behaften das zu oft negativ, ja, und zu oft so. Es ist die Konsequenz, aber sie setzt damit halt das Ultimatum, Grenze, indem sie, ne, sagt, so, ja, so, dass das passiert und dann wird das passieren und das ist die Konsequenz. Ja. Ja, das stimmt schon. Ne? Ultimatum ist immer negativ behaftet. Ich glaube, wir hatten jetzt auch schon einige Stories, wo ich die Ultimaten auch nicht so gut finde, sondern mir so dachte, das hätte man anders machen können. Aber jetzt in dem Punkt finde ich es auch auf jeden Fall fair. Und ich würde auch sagen, das ist richtig spannend, wie das jetzt ausgeht. Leider habe ich kein Update. Aber ich würde es auch testen. Und wenn er da schon sich komplett weigert und daraus jetzt ein Streit wird, dann mal gucken, wie es ansonsten in der Beziehung läuft. Ne? Auch dann bei größeren Entscheidungen trifft er die dann und sie hat kein Recht, weil es hat ihr ja vielleicht auch gefallen, was er da für eine Entscheidung trifft. Ich habe hardcore toxische Männlichkeit-Vibes in der ganzen Geschichte. Es ist heftig. Ich finde es sehr spannend, weil ich die gar nicht kriege und ich ja eigentlich so sehr große Antennen dafür habe. Aber ja, kommentiert uns das, schreibt uns mal gerne auf Insta oder auf YouTube, ob ihr das eher wie O seht oder was da eure Meinung zu ist, ob ihr da auch so toxische Männlichkeit-Vibes zuspürt. Und wenn du nichts weiter hinzuzufügen hast, würde ich damit auch in die dritte Story gehen. The stage is yours. The stage is mine. The stage is yours. Ich wünschte, das wäre eine Community-Story gewesen. Sorry. So. Und dann zeigt sie das zu ihrem Freund und sagt, guck mal, andere Männer sagen auch, dass du scheiße bist. Urs hat sich gerade aufgeregt, dass es hier gerade eben keine Community-Story, sondern eine Reddit-Story war, weil du unbedingt wolltest, dass wir ein Update kriegen einmal, glaube ich, und dass sie das dann ihrem Partner zeigen kann. Ja! Sorry, aber es wird bestimmt noch eine Story reinkommen, wo du den Input geben kannst und wir danach auch ein Update kriegen. Ja, benutzt alles. Uns als Argumente gegen eure Partner. Nein, nein, nein. Ich als Host sage Stopp. Nein, ich als nein, Co-Host sagt, was ist los? O's, nein. Okay. Ohne O's nichts los, wisst ihr doch. Ohne O's nichts los. Jetzt kommen wieder die O's-Witze, ne? Ich leg jetzt mal los mit der dritten Story. Okay. Jetzt wollen wir mal ernst bleiben. Story Nummer 3. Und das ist wieder eine Community-Story. Yes. Bin ich das Arschloch, weil ich nichts mit meiner Schwiegermutter unternehmen möchte? Als ich damals vor 5 Jahren mit meinem Mann zusammengekommen bin, habe ich sie sehr gemocht, aber da kannte ich sie noch nicht so gut.
3 Jahre später haben wir uns im September verlobt und im Dezember geplant, klein zu heiraten. Dies schien ihr nicht zu passen. Sie hat circa einen Monat vor unserer Hochzeit aus Versehen eine Sprachnachricht an meinen Mann geschickt, in der sie sagt, boah, ich könnte den beiden so in die Fresse hauen, wollen die im Dezember heiraten, wo alle krank sind. Natürlich hat mein Mann ihr gesagt, dass sie nicht kommen muss, weil wir schließlich für uns heiraten und nicht für die anderen. Sie verdrehte das so, als ob die Memo gar nicht von ihr war. Seitdem sehe ich sie ganz anders. Sie hat so oft versucht, bei mir über meinen Mann abzulästern, aber dazu kam es Gott sei Dank nicht. Dazu kommt noch, dass sie Menschen bodyshamed, über Religionen herzieht und rassistisch ist. Dabei weiß sie, dass ich christlich erzogen wurde und daran glaube. Dazu kommt noch, dass sie mit dem Sohn von ihrer Schwester nicht klarkommt und sagt, man hätte das Kind, und jetzt kurzes Trigger Warning, abtreiben sollen. Ich finde, das ist zu hart, sowas zu sagen. Sie lästert gerne über meinen Mann bei ihrem Mann und umgekehrt. Ich weiß nicht mal, was sie so über mich schon gesagt hat. Jetzt haben wir einen 3 Monate alten Sohn und sie würde jetzt gerne mit mir alleine und dem Kleinen was machen. Mir tut sie nicht gut und das habe ich auch so meinem Mann kommuniziert. Er ist da vollkommen auf meiner Seite, weil er weiß, wie seine Mutter sein kann. Ich lade sie gerne zu uns ein, aber nur, wenn mein Mann dabei ist. Bin ich also das Arschloch, wenn ich keine Zeit mehr mit ihr alleine verbringen möchte? Soll ich erst raten oder ich habe nämlich was anderes, was ich schon mal erstmal vorher sagen wollen würde? Rate erstmal. Nein, ich finde das wichtig. Nein, du musst raten. Okay, du bist nicht das Arschloch. Aber du hast so ein Glück, dass du so einen Mann hast, der so hinter dir steht, weil das ist null toxische Männlichkeit. Er ist dahinter, er steht für dich ein. Er klatscht sogar seine Mutter weg. Verbal natürlich, nicht in echt. Du hast dich heute richtig hart auf toxischer Männlichkeit aufgehangen, ne? Das ist ein Beispiel von... Okay, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen involviert. Okay. So, sie ist nicht das Arschloch, sie macht alles richtig. Es ist dein Kind, es ist deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse deines Kindes, die du zu schützen hast. Und bravo. Einsetzen, also voller Einsatz, auch wirklich zu sagen, nee, ihr kommt auch nicht zur Hochzeit, ihr macht das nicht. Sie ist mein Kind auch nicht, solange das so ist. Oder auch dem Mann zu sagen, ich möchte nicht, dass sie kommt, solange du nicht dabei bist, weil ich habe Angst vor ihr. Na, Angst oder, ist sie nicht. Sie oder ich fühle mich unwohl. Ja, genau. Und habe einfach irgendein negatives Gefühl, wenn sie da ist. So, ne? Super Sache. Und ich mutmaße jetzt, sie sagt, sie ist Christin und dass die Mutter, die Schwiegermutter sehr rassistisch ist. Mhm. Gegenüber anderen Religionen ablästert und so. Und ich sage es jetzt einfach direkt aus dem, was ich kenne. Ich schätze, die Schwiegermutter ist Moslem. Ist nur meine Ding, weil ich habe das, ist in deutsche Communities oder im deutschsprachigen Raum. Deutschsprachiger Raum, ja. Ja, aber... Ich würde schon sagen, die zweitgrößte Migrationsreligionsgruppe im deutschsprachigen Raum sind Muslime. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Okay, sagt ja, dass sie grundsätzlich über Religionen herzieht. Sie sagt nicht, dass sie über andere Religionen herzieht. Ich will nur sagen, ich kenne das aus meinen Verwandtschaftskreisen, dass okay. Das öfter so ist, dass man so übelhart anfängt rumzulästern. Drama ist so der Lebensinhalt gefühlt. Und alle anderen sind schlecht, ich bin gut. Alle anderen sind ungläubig, ich bin gläubig. Und... gerade aus diesem Kreis heraus, ne? Bravo wirklich, dass der Mann sich so konsequent einsetzt. Weil wenn er aus diesem Kreis, wenn er aus diesem Kreis rauskommt. Also und selbst wenn er nicht aus diesem Kreis rauskommt, erstmal bravo. Aber wenn er aus diesem Kreis kommt, doppelt bravo, weil aus diesem Kreis heraus ist es noch schwerer, so eine Grenze zu zeigen. Mhm. Weil das oft wirklich so als Bruch aufgenommen wird, gerne mal. Top. Top. Und ich glaube, da wissen auch sehr viele andere in der Familie, dass die Mutter wohl ein bisschen Delulu, würdest du immer sagen? Nicht Delulu ist, aber... Naja, komm, die ist schon delusional. Die denkt auch, dass ihre Meinung der Peak auf allem ist und... Ich würde sagen, abgespaced. Ja, mein Gott halt, ja, ne? Ja, ich habe das Gefühl, also die Mutter klingt für mich nach einer sehr unglücklichen Person. Nach einer wirklich sehr unglücklichen Person, ja. Weil... Also, ich habe das Gefühl, du bist nicht so verbittert und du redest nicht so schrecklich über deine Familie oder grundsätzlich über Menschen, wenn du nicht... zutiefst unglücklich mit deinem Leben und mit dir selbst bist. Voll. Unglückliche und, Menschen beschweren sich mehr. Ja, und was ich auch richtig krass finde, und da habe ich ja auch kurz davor ein Trigger Warning ausgesprochen, dass sie einfach sagt, dass ihr Neffe hätte abgetrieben werden sollen, weil sie nicht mit ihm klarkommt. Wer sagt denn sowas? Wirklich, wer sagt denn sowas? Das sind Abgründe, die sich auftun. Da ist doch wirklich Hopfen und Malz verloren, um es jetzt mal so zu sagen. Das gibt mir echt so ein, da verliere ich den Glauben an die Menschheit. Also ich gehe doch nicht irgendwo hin und bin so, ja, ich verstehe mich nicht mit dir.
warum bist du nicht abgetrieben worden? So, einerseits ist es einfach so hart und andererseits nimmt es auch, finde ich, die Ernsthaftigkeit daraus, wenn Leute abtreiben, aus welchen Gründen sie auch immer abtreiben. Weißt du, wie ich das meine? Also wirklich, da bin ich raus. Groß, so. Was sagst du dazu? Sagst du überhaupt was dazu oder bist du da auch raus? Also ich bin da ganz deiner Meinung. Abtreiben ist das Recht deiner Frau und natürlich auch eines Paares, wenn sie das machen wollen, aber hauptsächlich das Recht deiner Frau, ne? Das als Beleidigung oder als verbalen Angriff zu nehmen, finde ich, ist so ein ganz was Schlimmes. Frauen haben lange dafür kämpfen müssen, dieses Recht überhaupt zu besitzen. Haben sie immer noch nicht überall, ne? Ja, und nicht mal überall. So. Wir können in Deutschland froh sein, dass es immer noch machbar ist, auch mit den ganzen Hürden, die gestellt werden. Einfach die jetzt langsam, ist es auch nicht. Einfach ist es auch nicht. Es wird versucht, einfacher zu machen, aber es ist weit von einfach entfernt. Und überhaupt, wenn das der Kleine mitbekommt irgendwann mal, meine Tante hat gesagt, ich sollte abgetrieben werden, das Beziehung macht ganz zerstört. Viel mit dem und dann Kind, wird sie wahrscheinlich auch noch anfangen, ach, nee, das habe ich so ja nicht gesagt, so wie bei dieser Memo, ne? Ich wollte gerade sagen, wie die Memo, ne? Wie sehr muss man das verdrehen? Das ist nicht meine Stimme. Was ist das für ein Gaslighting, den eigenen Sohn zu sagen, nee, das war ich nicht. Mama, ich kenne deine Stimme. AI. Ja, Fake das News. Das bin ich nicht. Das Fake bin News, ich nicht. Fake News. Ist schon ganz schön wild. Du bist auf keinen Fall das Arschloch, dass du dich nicht mit dieser Person treffen willst, alleine. Ich finde auch irgendwie grundsätzlich, weiß ich nicht, wie viel Zugang man dieser Person zu dem Kind geben sollte. 0%. Ich glaube, das ist nicht an uns zu urteilen. Wir würden jetzt, glaube ich, wirklich sagen, gar nicht. Aber wir kennen die genaue Dynamik nicht. Macht da, was für euch richtig ist. Priorisiert euch und eure eigene Familie, die ihr euch hier gerade erschaffen habt. Und wirklich, auf solche Leute kann man scheißen, weil das sind auch nicht die Leute, die euch helfen, wenn es drauf ankommt. Ist ja so mein Erfahrungswert und ich glaube, deiner auch. Ja, voll. Ihr habt auch wirklich genau alles richtig gemacht. Wie ihr eure Hochzeit gestaltet, euer Business. Wie ihr eure Kinder zieht, euer Business. Wie ihr eure Beziehung führt, euer Business. Genauso mit wem ihr eine Beziehung weiterhin habt. Und wenn die Frau sich halt so daneben benimmt, verliert sie halt jedes Recht dazu, irgendwie Teil eures Lebens, in eurer Bubble zu sein. Ja, in dem Sinne, es war echt nochmal eine krasse Story zum Ende, finde ich. Und heftig, was da teilweise passiert. Ich meine, ich kriege ja auch eure Stories, ich schaue die mir alle an. Und was da manchmal für Geschichten dabei sind, da fall auch ich, glaube ich, vom Glauben ab, ne? Warum lachst du jetzt so? Laut Mutter fallen wir alle von unserem Glauben ab. Warum? Die hat doch so gegen Religion gedonnert. Ach so. Ja, okay. Sorry, in meinem Kopf ist das immer witzig. Ja. Sobald ich es ausspreche, klinge ich wie so eine Kartoffel, die so macht. Ja, das stimmt, aber ich hab dich trotzdem lieb. Bin ich die tollste Kartoffel der Welt, die so immer. Du bist die beste Kartoffel der Welt. Damit entlasse ich euch auch aus dieser Folge. Danke, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer längeren Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Bye.